Willkommen zurück, Leute, zu Kirby's Triple Deluxe Level 3 in Welt 3. Weiter geht's. In den letzten Leveln hatte ich ja so ein bisschen meine Schwierigkeiten tatsächlich, das zu schaffen. Fast schon. Also den Kram zu finden. Oh, okay. Wie jetzt? Ich wollte gerade sagen, hab ich das jetzt verkackt oder was? Mach keinen Scheiß mit mir, mach keinen Scheiß mit mir. Ist das hier Trickserei? Ist das Trickserei am Ende? Ich denke nicht. Es wird immer schneller und schwieriger und Wahnsinn. Boah, ist das ein... Das Spiel ist so schwer. Ja, nee, geht tatsächlich. Also, ich muss sagen, mir wurde... Ich hatte ja die 100% erst... Erst wollte ich sie ja nicht machen. Und dann habe ich sie ja gemacht, weil mir gesagt wurde, ey, Wollo ist total einfach. Und da wurde mir gesagt, bis zur 6. Welt musste ich nur 2-mal in ein Level doppelt. So, ich bin jetzt in Welt 3 und musste schon 2-mal in ein Level doppelt. Also von daher... Ziemlich scheiße. Zack. Also glaube ich doch, dass ich wieder mehr suchen muss als der Durchschnitt. Keine Ahnung. Das liegt bestimmt am LP. Wobei, derjenige hat das ja auch Let's Played. Ich bin vielleicht auch einfach nur zu dämlich. Wahrscheinlich bin ich nur zu dämlich. Die Peitsche ist doof. Ach, ich soll übrigens mal nachgucken wegen des Movesets. Da kann ich die Steuerung sehen. Aha. B, Peitschenhieb. B, wiederholt drücken. Peitschenhagel. Hoch plus B, Luftpeitsche. Runter B in der Luft, es gibt Spurten B, Schnellpeitsche. Boah, ist so viel, ne? Es ist so viel im Endeffekt. Und im Endeffekt brauchst du davon ja gar nichts. Seien wir doch mal ehrlich. Was brauche ich denn davon? Nichts. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Na, gefällt mir nicht. Ah, zu den Glücksamuletten wurde mir auch was gesagt. So nach dem Motto, die zählen zu den 100%. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht so. Weil ich ja auch nicht einmal sehen kann, wie viele es in so einem Level gibt. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt wieder in das Level gehe, kriege ich ja danach andere. Was ist das? Aha. Ach so. Da darf man bestimmt gleich irgendwas nicht kaputt machen, oder? Das würde auch ganz gut passen. Naja, auf jeden Fall zählen die Glücksamulette für mich nicht dazu. Wer mit dieser Tatsache nicht klarkommt, und es gibt ja immer wieder gerne Leute, die damit so einer Tatsache nicht klarkommen, die suchen sich jetzt bitte an dieser Stelle gleich direkt ein anderes Let's Play, das sie gucken können, weil ich, ja, ich habe auf diese Diskussion darüber, habe ich nicht allzu viel Lust, tatsächlich. Ich muss das nicht zerstören, es ist freiwillige Basis, aber, tja... Ich zerstör's mal einfach nicht. Oh, du bist ein Blödmann. Du kommst weg, auf jeden Fall. Scheiß Bombenfähigkeit, ey. Kannst du voll... Soll ich das kaputt... Soll ich das benutzen? Bestimmt, ne? Ja. Oh. Das war gut. Das ist Numero 1. Geil. Alles noch im Rahmen. Alles läuft. Super. Ich bin begeistert. Zack. So, oh nee, nicht die Stadt. Nein, nicht, dass ich sie... Geh weg. Nicht, dass ich sie brauche. Kann ja mal das Moveset ein bisschen ausprobieren. Wobei ich da eigentlich nicht viel merke. Naja, ist doch im Endeffekt alles das Gleiche. Was er da macht, ist doch scheißegal. Es macht keinen Unterschied. Es macht keinen dämlichen Unterschied. Ich will die Peitsche außerdem gar nicht mehr haben. Ich finde die gar nicht so gut. Dich brauche ich jetzt hier auch. Das macht doch Sinn. Smash Brothers! Gerade noch im Stream Smash Brothers gespielt mit dem Cornel. Und der hat natürlich auch wieder ständig den hier gemacht, weil der Typ immer Yoshi nimmt. Ja klar, er nimmt immer Yoshi. Nein, er nimmt dauernd Kirby. Weil es einfach, ne, es ist der Anfängercharakter. Es ist so. Können wir uns auch dann schon im nächsten Smash Brothers drauf freuen, wie alle Welt... anfängermäßig Kirby nimmt. Das wird schön. Das war nicht der Plan. Das war nicht der... nicht der Plan. Nimm das. Dann ebenso. Da opfere ich meine Fähigkeit doch gerne für. Oh, die Schlaffähigkeit. Die wollte ich auch noch ausprobieren. So. Okay, er pennt automatisch ein. Aha. Ah, das ist also die sagenumwobene Schlaffähigkeit. Das ist eine von 25 Fähigkeiten, mit denen dieses Spiel beworben wird.
Okay. Die eine sind also doch nur eher 24 Fähigkeiten, ne? Weil die ist ja mehr als nutzlos. Ne, da unten ist jetzt nichts, ne? Ne. Scheint nichts zu sein. Zack. Okay, gut. Ich will ihn nicht verpassen. Ich will ihn nicht verpassen. Ich will ihn nicht verpassen. Weil es gab ja jetzt auch schon mittlerweile ein paar Stellen, wo man es einfach versauen konnte. Und es wäre halt cool, wenn mir das nicht wieder passiert. Schön. So, und ja, ihr hattet mir auch geschrieben, dass diese mit einem Stern immer Bonuslevel sind. Was soll das denn? Ja, bewegen. Erst so. Oh, das wird kacke. Oh, das wird kacke. Ach so. Kann ich denn mit der Power auch? Ich brauche eine Feuerfähigkeit. Scheiße. Ah, habe ich gar nicht gepeilt. Okay. Wo kriege ich denn jetzt eine Feuerfähigkeit her? Muss er hier... Da. Gerade sagen, muss er hier irgendwo in der Nähe sein? Nein, geh weg mit dem Scheiß. So, ich brauche den. Zack, so, Feuer. Bloß nicht... Ach, da unten. Ah, ich bin so dumm. Zack. Nein, oh. Boah, ich die jetzt verliere. Das, wobei, die respawnen ja ziemlich schnell. Das ist ja alles auch nicht so wild. Ach so, erstmal geht's so los. Oh. So, und dann... Nein! Falsch! Aber das konnte ich ja nicht ahnen. Eigentlich doch. Ein Blick darauf hätte es mir gesagt, ne? Schon. Okay. Läuft, läuft. Easy. Kippfunktion. Die ist übrigens auf dem unteren Bildschirm auch so ein bisschen angezeigt. Könnte man das auch... Also man kann die zurücksetzen. Ah, was auch immer mir das bringen mag. Ach, ich hätte da... Nein! Da hätte ich drin sein müssen. Oh Gott. Alter, stell dich doch noch dümmer an. Ist es dir vielleicht möglich, das noch ein bisschen dümmer zu regeln? Bestimmt. Durchaus. Oh, ich muss da ja hinlaufen. Ich habe schon wieder verpeilt. Oh, das ist voll... Das ist voll durcheinander. Da kommst du voll... Komme ich ja voll nicht drauf klar. Das ist mir schon wieder viel zu viel Multitasking für... Für das Ding. Autsch. Ist aber egal. Alle Sonnensteine in Level 3-3. Super. Und ich kann es nur immer wieder wiederholen. Die Levels sind echt so scheiße lang wie in Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ich meine, wir sind jetzt 8 Minuten hier im Part und wir sind immer noch in diesem Level. Klar war ich nicht gut. Zieh hier rein. Gebe ich zu. Aber trotzdem dauert es echt lange. Weggeglockt. Super. Zack. So, Gott sei Dank müssen wir nichts mehr suchen. Einfach schnell ins Ziel und tschüss. So, das Bonusspiel. Das kann er. Manchmal. Da lohnt sich eh nicht, ey. Aber diese Scheiße mit den immer wieder mit 7 Leben starten. Erstens ist es viel zu viel. Und zweitens, wenn wir sowieso schon so viel mit so viel Leben starten, warum... Warum behalten wir die Leben nicht? Was soll denn das? Als ob das nicht möglich wäre. Hoppsala, der ist neu. Und das war auch alles. Ja, wie gesagt, ich werde sie nicht alle finden. Und es ist mir auch vollkommen wein, ob ich sie finde. Level 4. Drei Stück. Okay. Okay. Oh, 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 oh. Okay. Ich dachte gerade, vielleicht kann man da herein oder so ein Mist. Auch ganz cool gewesen. Ja, jetzt bist du schon wieder am Überlegen. Okay, da unten ist nichts. Voll viel zu erkunden. Das ist echt krass. Das ist richtig krass viel. Da unten haben wir wieder ein Glücksamulett, Glücksbringer gesehen. Ja, okay. Braucht doch keiner. Halt dich links, halt dich links, halt dich. Okay. Der war geschenkt. Zack, okay.
So. Bin gerade wieder ein bisschen abgelenkt, ne? Das ist jetzt wieder hier eins. Oh, geil. Unbesiegbar. Eines der ersten Male, dass ich so ein Kram hier im Stream aufnehme. Und ich bin leider noch so ein bisschen auf dem Trichter. Guck mal ab und zu auf den Chat. Guck mal ab und zu drauf. Und lass dich verunsichern von den Dingen, die geschrieben werden. Das ist natürlich dumm. Absolut dumm. Aber ich möchte nur, dass ihr wisst, warum ich jetzt hier manchmal so ein bisschen, ne? Wie gesagt, es ist die Lernphase, in der wir uns hier befinden. Da unten geht's doch durch. Hab ich doch gesagt. Bin doch nicht doof, Mann. Sehe ich doch. Das sehe ich doch. Auch wenn das was bringt. Soll ich die haben? Wahrscheinlich. Oder lieber die. Boomerang, was ist der Unterschied? Was soll's? Ich lasse mich sowieso wieder von jedem Gegner treffen. Warum? Ich weiß nicht warum. Ah, da ist der Bonus. Okay. Mit jedem fucking Gegner. Was ist das? Achso, nimm das und dann. Ach du Scheiße, wie soll. Okay. Aber ich soll das dann. Was? Wahrscheinlich so und dann. Ah ja, genau, das kann ich ja so ein bisschen steuern. Total einfach, ja, klar. Hey, was wollen die denn von mir? Wie soll ich das machen? Wie soll ich da denn durchschießen? Ah, gut. Glück. Ich hoffe, sowas kommt nicht wieder. Ich hoffe es wirklich, weil das kann ich nicht. Das ist nichts für mich. Nee. Lass mal stecken, ey. Sowieso, Multitasking, Doppelzielen und der ganze Crap, das muss echt nicht sein. So, 2 von 3 haben wir. Es sieht eigentlich noch ganz nett aus, dass ich das auch schaffe. Im First Try. Dass wir mal einen kurzen Part haben, ey. Das wär mal richtig cool. Och, Wollo, warum, ey? Kurze Parts sind scheiße, ey. Stimmt gar nicht. Wenn ich gucke, sind die kurzen Parts immer besser. So. Ist halt eine Tatsache. Okay. Das. Ja, weiter, Kirby. Weiter, bitte weiter. Zieh dein Ding. Was soll das? Wo sind wir denn jetzt? Ab in die Berge. Okay. Können wir hier noch Varios Abfahrt oder so mitnehmen? Varios Mountain? Übrigens, falls ihr euch wundert, der. Nein, das war bestimmt falsch. Oh, fuck. Scheiße. Da kannst du nicht mehr zurück. Oder doch? Doch, das ist die Chance. Nein! Wieso geht. Ey, was soll das denn? Geh doch zurück. Autsch. Oh shit. Kann er da runter? Nein, kann er nicht. Okay, gut. Eigentlich war das doch das Schlauste, was ich tun. Nee, oder? Doch. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt müsste das doch eigentlich noch machbar sein. So, nicht da hoch. Ach so. War doch schon. Okay, passte schon. Ah. So viel Sorge um nichts, ey. Wie immer. So, na, okay, passt. Mist. Oh, das zieht sich hier schon wieder ins Unermessliche. Warum? Stell dich nicht so an. Zieh das Ding durch. Ah, das ist schwer mit dem Wind. Auf jeden Fall. Da ist das Ziel. Aber ich hab's schon gesehen. Wir müssen einfach durch. Nein, nicht da rein, genau. Da zurück und dann wieder da lang und alles wird gut. Wunderbar. Alle Steine. Wunderbar, top.
Ja, dann haben wir doch einen kurzen, knackigen Part. Das ist doch erst rein. Nein, scheiße. Egal. Die Fähigkeit brauche ich eh nicht im nächsten Level. Sag ich mal. So, Bonusspiel. Wie immer. Ein paar mehr Bonusspiele hätten dem Spiel vielleicht auch nicht unbedingt schlecht getan. Dass man mal wenig Abwechslung hat und nicht immer den gleichen Scheiß machen muss. Wobei, macht ja trotzdem Spaß ein bisschen. Ja, doch. Passt schon. 7 Leben wieder, okay. Was kriegen wir Schönes? Sir Kippel hatten wir auch noch nicht. Okay. Ruff und Waddledee hatten wir auch noch nicht. Sehr gut. Und super scharfes Curry hätte ich jetzt auch Bock drauf. Haben wir aber auch noch nicht gehabt. Okay. Dann sage ich, wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Wenn wir Level 5, der diesmal nicht der Boss ist. Okay, interessant. Es gibt auch mal mehr Level. Okay, aber im nächsten Part werden wir dann Level 5 angehen. Bis dann und ciao.